Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Atomenergie hat in Deutschland eine lange und bewegte Geschichte. Nach jahrzehntelangen Protesten gelang 2000 der erste Atomkonsens, leider gefolgt von einem Zurückdrehen durch die schwarz-gelbe Koalition. Die 180-Grad-Wende im Nachgang zum Unglück in Fukushima im Jahr 2011 brachte dann den endgültig beschlossenen Atomausstieg mit dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke bis wohl Ende 2022. Leider gab es bei diesem Atomausstieg immer einen Wermutstropfen. Denn die zur atomaren Brennstoffkette gehörenden Urananreicherungsanlage in Gronau und die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen wurde dabei leider nicht bedacht. Aber ein deutscher Atomausstieg ist eben nur dann konsequent und vollständig, wenn auch diese Anlagen keinen Beitrag mehr zur Nutzung der Atomenergie leisten. Ja, und manchmal weiß man ja schon fast vorher, was gleich in der Replik als nächstes kommt in diesem Raum. Deswegen sage ich gerne an dieser Stelle schon, es gab einen jahrelangen Streit, ob und wie eine Schließung der genannten Fabriken überhaupt gelingen kann. Und wir Grüne haben uns eben nicht erst jetzt, sondern schon lange auf allen Ebenen genau dafür eingesetzt. So bin ich auch sehr froh, dass sich beispielsweise der damalige Minister Remmel dafür eingesetzt hat, dass überhaupt erst Rechtsgutachten zur Umsetzbarkeit vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben wurden. Und jetzt sind diese Gutachten da und sie zeigen, dass zum einen die Schließung wohl verfassungskonform und sogar entschädigungslos möglich wäre, wenn eben entsprechende Übergangsfristen vereinbart würden. In den vergangenen Jahren wurde die Mehrheit in diesem Haus immer breiter. Und die für den Atomausstieg war und die sich auch über die Grenzen hinweg für die Schließung von gefährlichen Atomreaktoren eingesetzt hat. Das war gut so. Leider gibt es ja in letzter Zeit andere Entwicklungen. Das so störanfällige belgische Atomkraftwerk in Tihange bezieht Brennelemente aus Lingen, für die das dafür notwendige Uran in Gronau aufbereitet wird. Wenn der Herr Ministerpräsident, leider ist er aktuell nicht hier, aber eben die Forderung nach einer schnellen Schließung von Tihange wirklich ernst meinen würde, müsste er sich auf Bundesebene auch für die Schließung der Anlage in Gronau einsetzen. Leider haben wir in den letzten Tagen andere Töne vernommen. Ich finde es wirklich schäbig, wenn Ministerpräsident Laschet die nordrhein-westfälischen Braunkohlekraftwerke als Ersatz ins Spiel bringt für die Bröckelreaktoren in Belgien, die wir hier gemeinsam schnellstmöglich abgeschaltet sehen möchten. Und ich kläre, das hat an der Stelle eben genau was, ja, sehr schön, Herr Stamm, dass Sie hier reinrufen, das hat was mit Physik zu tun, das erkläre ich Ihnen gerne nochmal. Braunkohlekraftwerke laufen aktuell bereits permanent durch. Ich meine, und das müssen Sie mir mal erklären, wie ein Kraftwerk, was schon 100% bringt, noch mehr liefern soll. Das funktioniert einfach nicht. Die können also gar nicht als Ersatz dienen für das, was sie gerne hätten. Und es geht genau darum, Belgien beim Atomausstieg in Kürze zu unterstützen, und zwar mit erneuerbaren Energien und Gaskraftwerken, die in den Niederlanden und bei uns nur auf solche Einsätze warten. Und genau, diese Gaskraftwerke laufen gar nicht, das haben Sie gut erkannt. Und das ist natürlich auch etwas, weswegen Sie auch eingesetzt werden können, genau für diesen Ersatz. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kein Bergsteiger dreht 50 Meter unterhalb des Gipfels um. Aber Herr Laschet, geht jetzt schon die Luft aus, atmen Sie noch mal durch, tief durch. Das letzte Stück des Weges sollten wir auch gemeinsam schaffen. Und daher fordere ich Sie auf, seien Sie konsequent in Ihrem Anti-Atom-Kurs und setzen Sie sich dafür ein, dass die Anlage in Gronau schnellstmöglich geschlossen wird. Dann würde das zu Ihren sonstigen Aussagen passen. Und deswegen bitten wir auch um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. Herzlichen Dank.